1. Und wir sind live. Schon wieder über mir. Wladimir, vorne. Komm mal klatschen. Ich mal raus. Wahnsinn. Die Big Band spielt. Wahnsinn. Die lassen immer aus. Jetzt sind wir fertig. Wladimir Korniev. Ausrufezeichen V Korniev in den Chat. Dann kriegt ihr alle wichtigen Links zu unserem heutigen Gast. Wladimir, wie geht's dir? Gut geht's mir. Super geht's. Ja. Wie geht's euch? Du strahlst auch. Du strahlst. Wahnsinn. Wladimir, die wichtigste Frage vorab: Bist du Frühaufsteher? Nein. Also dafür, dass ich so früh für euch aufgestanden bin, geht's mir eigentlich gut. Ja, wir sind sehr glücklich. Ich habe schon gefrühstückt und Kaffee getrunken und ja. So weit alles gut. Was gab's, wenn man fragen darf? Ich bin in Augsburg aufgewachsen, deswegen zum Frühstück muss es immer eine Brezel sein, also Laugenteig. Okay. Ja. Wir leben ja aktuell in Irland, aber in meiner ursprünglichen Heimat in Köln war das nicht so üblich, Morgenbrezel. Hey, du hast da hier. Echt? Ja. Das, ich bin total Laugenteig anfixiert. Also ich muss immer Laugenteig essen. Ja. Immer ein Laugenteig. Laugenstangen, Laugenbrezen. Ja, wir leben in Irland, da gibt's das gar nicht so. Beim Lidl oder so, da kann man mal sich so ein Brezel gönnen, aber Laugenteig gar nicht. Lidl ist mittlerweile auch überall, ne? Das ist Wahnsinn. Wahnsinn, ja. Ja, vielleicht an die Leute, die dich noch nicht so kennen. Wer bist du? Was machst du? Wo willst du hin? Ich bin Wladimir Korniev, ich bin 32 Jahre alt. Ich bin Film- und Fernsehschauspieler und Chansonsänger, ein klassischer Chansonsänger. Wo will ich hin? Ins Bett. Step by step, Minute für Minute, am besten immer im Jetzt bleiben. Ja. Das hat noch niemand gesagt. Das hat noch niemand gesagt. Im Jetzt bleiben. Im Hier und Jetzt. Das hat noch wirklich keiner gesagt. Ja, das ist. Aber ich habe noch vielleicht einen Icebreaker, der nicht vorbereitet war. Wladimir, wenn du ein Tier wärst. Nein, wenn du auf eine einsame Insel müsstest. Und du darfst keinen Menschen mitnehmen, ja? Also Gegenstände. Welche drei Gegenstände wären das und warum? Ein Klavier, weil ohne Musik und Klavier überlebe ich nicht. Gegenstände. Also gibt es Essen auf der Insel? Ja. Musst du dir suchen, ja. Okay, muss ich mir suchen. Dann, welchen Gegenstand würde ich noch mitnehmen? Lustig, ne? Mir fällt nichts mehr ein außer ein Klavier. Drei Gegenstände. Naja, was zum Jagen wahrscheinlich. Wobei, ich bin ja eigentlich vegan. Ich würde eigentlich, ja, ich würde nicht mal auf einer einsamen Insel wahrscheinlich Tiere töten. Nur Pflanzen essen. Mir fällt echt nichts mehr ein. Mir fallen keine drei Gegenstände ein. Okay. Also wir haben Klavier. Das ist schon mal... Ja. Wir haben Klavier... Was wolltest du denn damals mitnehmen? Komm. Nein, das. Nee. Du bist hier. Erzähl du. Nee, ich wollte. Ach so, nee, ich wollte nicht erzählen. Was wollte ich denn damals mitnehmen? Du warst so tiefsinnig. Ach ja, ich wollte mitnehmen. Ich habe eine Schreibfeder, ein Tintenfass und ein Buch. Und dann habe ich gesagt, diese drei Dinge nehme ich mit, damit ich auf der Insel endlich dazu komme, mein Buch zu schreiben. Ja, also das ist natürlich auch. Eine gute Idee. Ich meine, mein Notizbuch habe ich immer dabei. Siehste, zweiten Gegenstand, ein Stift und dann haben wir es. Sehr gut. Mein goldenen Stift auch. Das ist aber ein schönes, also das ist ja richtig. Leder? Ja, das ist ja schick. Oder? Schönes. Ja, ich ganz viele Ledersachen. Sehr schön. Ja, das ist Wahnsinn. Vielleicht für die Zuschauer, wir haben dich die ganze Woche schon sehr zelebriert und angekündigt. Wir haben auch eben einen Einspieler schon zu dir gehabt, damit die Leute, die das vielleicht nicht kennen, schon mal so einen kleinen Eindruck bekommen. Die haben es gefeiert. Die haben es gefeiert, ja. Du hast eine Ausbildung zum Pianisten und ein Studium in Gesang und Schauspiel absolviert, ja. Wo hast du das gemacht und wie ist es dazu gekommen? Wie ist es dazu gekommen? Ich habe ja gesagt, ich bin in Augsburg aufgewachsen, aber ich bin erst mal nach Augsburg gekommen und zwar mit meinen Eltern zusammen. Ich bin Einzelkind.
Wir sind aus dem Krieg geflohen. Ich bin geboren eigentlich in Georgien, in Manglisi. Das ist ein kleines Bergdorf in den georgischen Bergen in der Region Kartli. Und ja, da habe ich meine ersten 6 Jahre verbracht. Und dann gab es den Krieg zwischen Abchasien und Georgien und wir mussten fliehen. Weil mein Vater war Soldat in der russischen Armee und war aber als halb Russe, halb Georgier, wäre er dazu verpflichtet gewesen, gegen seine eigenen Landsleute zu kämpfen. Und er war schon 2 Jahre in Afghanistan und es hat ihm sowieso komplett psychisch gereicht. Und ja, das hat er dann zum Anlass genommen, dass wir fliehen. Und zum Klavierspiel kam es erst in Augsburg, aber das hatte schon ein, sage ich mal, einen sehr teils, also einen sehr, sehr tiefen Vorlauf. Also es war nicht so, dass meine Eltern mich dazu gezwungen hätten. Es war eher Ja. andersrum. Ich will ein Klavier. Ja, so war das. Aber man muss ja Ja. trotzdem als Kind, ne, Also drauf mit kommen. Musik hat es früh angefangen bei Ja. mir. Also mit dem Interesse für Musik. Und da weiß ich halt, wenn ich so sagen würde, wann mir bewusst war zum ersten Mal, dass ich total angezogen bin von Musik, das war eigentlich am Tag unserer Flucht. Also davor auch, meine Urgroßmutter hat immer auf mich aufgepasst und die war sehr musikalisch und unser alltägliches Spiel war, wenn sie auf mich aufgepasst hat, dass sie immer auf dem Bett sitzen musste und ich habe für sie zum Radio gesungen und sie musste immer klatschen nach jedem Lied. Also das war immer schon drin. Aber dieser eine Moment, der hat sich sehr in meinem Kopf gespeichert. Das war, als wir geflohen sind, mussten wir zum Militärflughafen, weil mein Vater sich erstmal versetzen hat lassen in die ehemalige DDR. Und dann von dort, aus der Stationierung dort, eben über die Grenze nach Berlin zu fliehen. Und wir waren am Militärflughafen in Tiflis. Und das war so eine große Militärmaschine, wie man so in Mission Impossible sich die Militärmaschinen vorstellt. Die hatte Verspätung. Wir haben sehr, sehr lange gewartet dort und tatsächlich in dieser Wartehalle dort gab es ein Klavier. Dort stand ein Klavier und an dem Klavier war ein Soldat und hat Musik gespielt. Ich weiß nicht mehr, was er gespielt hat. Das wusste ich als Kind damals natürlich auch nicht. Aber damals hat mich das so fasziniert und ich habe ja die Angst meiner Mutter auch gespürt. Meine Mutter hat mir gesagt, wir fliehen nicht. Also sie hat gesagt, wir fahren nur kurz weg, weil sie mich damit nicht belasten wollte. Aber ich habe das natürlich gespürt. Also man kann Kindern sowieso nichts vormachen in Sachen Energy, ne? Ja. Also Kinder nehmen alles wahr. Und da erinnert mich eben an den Moment, wo dieser Soldat gespielt hat und ich davor stand. Und zum ersten Mal, glaube ich, auch Musik so als Trost wahrgenommen habe und als etwas, was mich komplett aus allem rausnimmt, was mich so fokussiert vielleicht auch. Ich weiß nicht, also das waren natürlich nicht meine bewussten Gedanken damals, das denke ich jetzt mit meiner Erfahrung. Damals war es einfach nur wie ein Wunder. Und ich habe damals wirklich mir gewünscht, ich habe die Augen zugemacht und gebetet und habe gesagt, was auch immer das ist, ich möchte das können irgendwann mal. Ich möchte das irgendwann mal können. Das war das erste Mal, dass ich bewusst mir gewünscht habe, Musiker zu werden. Also das ist eine traurige Geschichte, aber zugleich auch eine sehr, also es ist ja dann was, ein super Musiker und Schauspieler auch draus Ich habe geworden. auch sofort einen Film vor Augen. Also, dass ich sehe das sofort. Ja, Ja. lustig, oder? Ja, Absolut. das sagen viele. Also wenn ich das immer, wenn ich die Geschichte dann irgendwann mal Freunden erzähle oder sehr nahen Menschen, die denken, oh Gott, das muss man Ist so. Also bei mir ist auch gerade das verfilmen. Produzentenherz auf. Ich habe das sofort mitgeschrieben. Ich war schon am Storyboarden, wirklich. Das ist Wahnsinn, ja. Ja. Man kann das. Also ich habe das gerade. Ihr habt mir das vorgestellt, ja. Das ist Wahnsinn. Ja, und zum Theater kam es dann auch, also es war in meinem Leben, ich muss sagen, ich hatte jetzt nicht unbedingt eine einfache Kindheit, weil durch die Erlebnisse in Georgien, durch viele Gewalterlebnisse, die ich hatte, habe ich einen sehr massiven Schaden davon getragen, nämlich das Stottern. Ich habe sehr, sehr, sehr stark gestottert. Und als wir dann nach Deutschland kamen und ich die Sprache noch nicht mal kannte, wurde es nicht unbedingt einfacher.
Und dann aus Berlin sind wir erstmal nach Nürnberg in ein Auffanglager und dann nach Augsburg in ein Asylantenheim. Und da bin ich erstmal fast 1,5 Jahre aufgewachsen auf 10 Quadratmeter mit meinen Eltern. Und da wurde ich auch schon eingeschult. Und da ich so massiv gestottert habe, wollten mich eigentlich die Grundschule nicht nehmen, sondern sie wollten mich in eine Schule für geistig Behinderte tun. Aber das hat dann so eine Lehrerin und ein Direktor, die haben sich sehr für mich eingesetzt. Der Direktor war auch gleichzeitig der Musiklehrer übrigens. Und dann bin ich dann doch auf die Schule gekommen. Und naja, also das Stottern hat mich bis zu meinem 17. Lebensjahr begleitet. Es ist überhaupt nicht weggegangen. Nicht durch Logopädie, nicht durch Psychotherapie. Ich habe wirklich alles gehabt, was man sich vorstellen kann. Und es ging einfach nicht weg. Und mit 17 Jahren habe ich beschlossen, ins Schultheater zu gehen, wo mich alle ausgelacht haben. Aber auch da war das so ein Drang, weil ich glaube, mit 15 war ich zum ersten Mal im Theater. Und das hat mich damals auch so fasziniert, dieses Erlebnis. Und ich weiß nicht, es war einfach so eine innere Notwendigkeit, das auszuprobieren. Ich glaube, ich hätte keine Ruhe gekriegt. Und dann bin ich dann dorthin. Die Jugendgruppe hat mich eingeschrieben, also ins Schultheater, und wir hatten einen ganz tollen Lehrer, der sehr körperlich gearbeitet hat erstmal, und das hat mir natürlich sehr gefallen, dass man viel mit dem Körper machen kann. Ich bin ein sehr körperlicher Mensch, und dann kam so Probe für Probe für Probe für Probe, und dann hat er gesagt, gut, das wird unser Stück, was wir proben werden, die Tote Tante von Kurt Götz, und da hat er mir die Hauptrolle gegeben, und er hat gemeint, das ist eh eine sehr cholerische Rolle, das Stottern ist nicht so schlimm, wenn du da mal auf der Bühne stotterst. Und dann haben wir mit den Proben angefangen, mit der Rolle, und immer wenn ich mich in die Rolle hineinversetzt habe, habe ich nicht mehr gestottert. Es hat dann einfach immer aufgehört, und dann, wenn die Probe vorbei war, habe ich wieder so, war das richtig? Und so lief das die ganze Zeit dann, und ich habe gemerkt, ich werde immer sicherer, und in der Premiere, dann in der Turnhalle bei uns in Augsburg, im Gymnasium, da waren auch meine Eltern da, da habe ich das ganze Stück stotterfrei durchgespielt, und nach dem Applaus war ich weg und kam nie wieder mit 17. Wahnsinn. Und da habe ich mir gedacht, okay, ich werde Schauspieler, ich möchte Schauspieler werden. Wahnsinn. Dann hat mich natürlich meine Klavierprofessorin schreiend geschimpft. Was willst du da auf der Bühne? Du bist Pianist. Und ja, aber für mich war es eigentlich klar, dass ich ein neues Instrument entdeckt habe, was ich immer dabei habe. Es ist ja selbst, ja. Die Stimme, ja. Wie ich schon gezeigt habe. Ja. Wahnsinn, ja. Genau. Und das war eben das Erlebnis, was mich zum Schauspiel gebracht hat. Ich bin gerade fasziniert. Und zum Singen, da habe ich ja noch gar nicht wirklich gesungen. Ich meine, ich war auf einem musischen Gymnasium, ich habe immer irgendwie gesungen. Singen war auch das Einzige, was wirklich ging, ohne zu stoppen. Hm. Aber dann nach meinem Abitur bin ich dann nach München erstmal. Bertolt Brecht ist ja auch in Augsburg geboren. Auch er hat schon gesagt, das Beste an Augsburg ist der Zug nach München. Wobei Augsburg ist eigentlich ein ganz schönes Städtchen, vor allem die Altstadt ist sehr, sehr schön. Also wir haben auch wir haben Augsburger im Chat, habe ich eben gelesen. Ja, ja. Also Augsburg, sagen sie. Augsburg. Ich bin in Augsburg aufgewachsen. Ja, und dann bin ich nach München und habe erstmal nach meinem Abitur, mir war egal, was, ich wollte einfach nur ins Theater. Und dann habe ich meinen Zivildienst, also meinen FSJ, glücklicherweise am Stadttheater Gärtnerplatz in München machen können. Und da war ich halt einfach Kaffeekocher und Assistent und habe der Jugendgruppe dort mitgeholfen, sie aufzubauen mit einem Regisseur. Und dann meine erste Oper, für die ich Regieassistenz gemacht habe. Das war auch die erste Oper von dem neuen musikalischen Leiter und Dirigenten Liviu Petcu, der dort auch sein erstes Jahr hatte. Und Liviu Petcu ist ja seit 11 Jahren schon mein Pianist. Und das war unsere Begegnung. Unsere erste Begegnung war, ich war Regieassistent und er war dort Dirigent. Und seine damalige Frau, also mittlerweile Ex-Frau, Melanie Petcu,
Sie ist Opernsängerin und funktionale Gesangslehrerin. Und ich hatte bis dato auch noch gar keinen Gesangsunterricht. Ich habe einfach nur so vor mich hin gebrüllt. und das kenne ich. Ja, dann kam so die Frage irgendwann mal, ja, die Melanie, die ist auch Gesangslehrerin, hättest du nicht mal Lust, eine Stunde zu nehmen? Und da habe ich gesagt, ja, machen wir. Und nach der ersten Stunde, das war total irre. Das war echt irre. Es war so eine krasse Gesangsstunde. Weil, also diese funktionale Stimmbildung, das kennen vielleicht nicht viele. Es ist die funktionale Stimmbildung nach Eugen Rabine. Das ist eine spezielle Gesangstechnik, die sich aus Osteopathie entwickelt. Okay. Und es ist im Prinzip angewandte Osteopathie über die Stimmbänder. Und sie hat mit mir so Körper, es funktioniert sehr viel über Körper, es sind sehr viele Körperübungen. Man lernt das ganze psychoneurophysikalische System des Sängers kennen. Also wirklich jeden Zusammenhang, sowohl auf Nervensystembasis, auf faszialer Ebene, auf muskulärer Ebene, auf Knochenebene, alles. Und das wirklich realste Abläufe, wie der Körper funktioniert, von Fußsohle bis Kopf, was passiert, wenn man singt. Und sie hat mit mir ein paar erste Übungen gemacht und es war wie so eine Tsunami-Welle von Energie, die mich durchflutet hat. Und da hat sich alles geöffnet und sie war dann vollkommen schockiert am Klavier und hat gesagt, Gott, du musst Opernsänger werden. Und ich habe gesagt, nein, ich möchte aber keine Oper singen, ich werde Schauspieler. Und dann habe ich eben ein Jahr bei ihr Unterricht gehabt und dann war mir klar, dass ich auch singen muss. Dass das auch ein sehr dringendes Bedürfnis in mir ist, das zu tun. Ich finde, wenn man dich sieht, ich habe da gestern Abend ganz bewusst mehr, also auf YouTube ein paar Videos angeguckt, aber man merkt auch diese verschiedenen Facetten von dir. Also man merkt, dass du wenn du auf der Bühne bist, man merkt, also mal abgesehen von Liebe und Leidenschaft und dass das alles echt ist, merkt man aber, dass du, also auf der einen Seite lebst du das total, auf der anderen Seite merkt man einfach diese Fähigkeiten, Schauspielerei, Gesang, dass du am Klavier, das ist Wahnsinn. Also das ist schon, also ich stand, du musst wissen, ich will dir das sagen, das ist keine Story. Ich stand gestern eigentlich am Herd oder am Kochen, hab dich nebenbei auf dem Fernseher in der Küche laufen gehabt. Und dann hast du angefangen zu singen und ich habe mich mit dem ganzen Topf vom Gasherd weggedreht und stand 5 Minuten da, bis mir bewusst geworden ist, ach, ich war eigentlich am Kochen so, ja, und hab das einfach nur, das war wirklich, da wurde was transportiert. Das war magisch. So schön. Ich habe gesagt, Wahnsinn, Dankeschön. Wahnsinn, wirklich. Und magisch, du hast, Dankeschön. Ich finde eins spannend, was du gesagt hast, du möchtest im Hier und Jetzt sein. Denkst du aber, es gibt ja viele Menschen, ich zähle mich manchmal auch dazu, ich denke zurück in die Vergangenheit und dachte, was wäre, wenn? Hätte ich das anders gemacht? Bist du ein Mensch, der auch nicht in die Zukunft blickt und sagst, ich will wirklich jetzt einfach die Gegenwart aufnehmen? Oder hast du manchmal Momente? Nein, natürlich, ich glaube, das hat jeder Mensch. Natürlich denke ich ab und an die Vergangenheit und wäre das nicht passiert und wäre das und hätte ich da nicht diesen Fehler gemacht oder wäre ich diesem Menschen nicht begegnet, was man im Business auch ab und an sich denkt, warum bin ich diesem Menschen überhaupt begegnet? Mhm. Aber andererseits sind alle Erfahrungen, die ich bis heute gemacht habe, auch die Negativen, vor allem die Negativen, die mich zu dem Menschen machen, der jetzt hier sitzt und aus diesen Erfahrungen schöpft und was Gutes daraus machen möchte. Und das im Hier und Jetzt. Und natürlich denke ich an die Zukunft, natürlich habe ich Ziele, Träume. Ich denke, Ziele sollte man haben. Aber wenn das Ziel wichtiger ist als der Moment, in dem man gerade ist, dann läuft auch etwas nicht so richtig. Ich glaube, das ist eher die Balance, um die es geht. Und bezüglich, ja, zu dem Thema jetzt, eigentlich fühle ich mich am meisten, am präsentesten und am echtesten und am authentischsten im jetzigen Moment, wenn ich auf der Bühne bin, wenn ich singe. Und das hat, glaube ich, also, Daniel ich gestern gefühlt. Singe, ne? Das hat er, glaube ich, gestern auch gefühlt. Also das fühlt man bei dir. Vielleicht, ja, ich glaube, das überträgt sich natürlich auch. Aber ja, der Zustand, sich so weit zu öffnen und so zu singen und zu interpretieren und Chanson ist ja irgendwie alles zusammen, das erfordert schon ein großes Commitment dem Moment, dem Körper, dem Fokus und deswegen genieße ich Konzerte so sehr. Konzerte, also ein Konzert für mich ist eigentlich wie Urlaub, ne? Also das ist für mich gar keine Arbeit. Ich freue mich immer so sehr auf Konzerte und ich
kann es nicht erwarten, bis das nächste Konzert kommt. Also es ist so ein, wie so ein Rennpferd, das einfach wieder rennen möchte. Ne? Es ist einfach so ein, wann ist endlich das nächste Konzert? Ich muss wieder singen. Da, was für mich anstrengend ist, ist das Dazwischen. Wir sind anstrengend. Ja, ich wollte es auch gerade sagen. Sind anstrengend. Nein, ich meine, nicht, also man muss halt so viel verwalten und sich um das alles kümmern und die Touren organisieren und dann das organisieren und mit dem telefonieren und das ist sowas wie ein langes Interview, das genieße ich auch sehr, weil wann passiert es schon mal, dass sich Menschen einfach so für dich so lange, also eine Stunde lang, also richtig hinsetzen und dir zuhören und sich wirklich für dich interessieren? Das ist schon ein Luxus. Also das passiert nicht oft. Das gibt es nur im Internet. Das haben die im Fernsehen noch nicht verstanden. Ja. Ausrufezeichen V. Korniev an dieser Stelle. Dann kriegt ihr auch die Webseite, wo man hoffentlich, ich denke, oder? Auch die nächsten Auftritte von dir sehen kann, den Terminplan. Ja. Ja, die Website wird jetzt morgen aktualisiert. Ab morgen ist auch die neue CD zu erhalten, endlich. Ich werde heute noch den Launch vorbereiten und ab morgen ist die neue CD erstmal nur auf meiner Website. Hast du die irgendwie? Kann man die schon, oder ist das noch zu früh? Ja, ich hab die hier, die heißt Herz. Das ist, glaube ich, jetzt gespiegelt bei euch, oder? Nee, wir sehen das. Nee, wir alles gut. Richtig. Alles richtig. Ja, die Regie, die genau. Dreht immer alles perfekt. Wahnsinn. Hier. Das ist meine neue Live-CD. Das ist ein sehr, sehr tolles Projekt, weil das ist die Live-Aufnahme von dem Konzertabend Winter. Mhm. Und zwar von letztem Jahr im Tippi am Kanzleramt. Das ist ja das große Theater in Berlin. Und wir haben das Konzert live aufgenommen. So sieht das aus. Gibt's das nur in CD-Form oder gibt's das auch digital? Hier sind ja viele Zuschauer im Internet unterwegs. Gibt's das? Findet man dich auch auf Spotify und Apple, iTunes? Genau. Und wie das, ja. Man findet mich auf Spotify, auf iTunes, auf Amazon. Nur die CD ist noch nicht auf den digitalen Kanälen. Okay, okay. Gibt's erstmal nur als CD zu kaufen und das wird dann so peu à peu. Erstmal verkaufe ich sie so. Gerade weil Weihnachten vor der Tür ist, finde ich es immer schöner, wenn man was zu verpacken hat, was verschenken kann. Stimmt. Und das Besondere an der CD ist, dass auch sehr, sehr viele neue Lieder von mir selber drauf sind, weil ich auch selber Lieder schreibe, komponiere. Auch Herz ist auch das gleichnamige Lied, was ich geschrieben habe. Und die schreibe ich derzeit mit meinem Autor Carsten Golbeck in Berlin. Der ist mein Texter und ich mache die Melodien. Genau, das ist auch sehr schöne Arbeit und ein tolles Album. Also freue ich mich drauf, dass es endlich rauskommt. So auf dem Weg, wenn man ja auch ich sag mal, erfolgreicher wird. Wir haben schon viele Menschen auch hier in der Sendung gesprochen, Hugo Egon Balder und so, ja. Man lernt ja viele Menschen kennen. Wie machst du das Gefühl oder das Gespür auch, die richtigen Leute an deine Seite zu holen, die dich unterstützen, aber auch Geschäftspartner, gerade wenn man ja bekannt wird, dann, weißt du, dann hat man ja vielleicht auch Agenten oder was auch immer. Und da ist ja immer die Frage, mache ich das jetzt? Ist das der Richtige an meiner Seite? Wie entscheidest du sowas? Bauchgefühl stimmt immer. Okay. Aber ich muss ehrlich sagen, ich bin des Öfteren damit auch, also indem ich nicht auf mein Bauchgefühl gehört habe, nämlich nicht auf meine Mutter gehört habe, die sofort alles sieht, bin ich ja auch ja so zweimal, glaube ich, mal so richtig auf die Fresse gefallen mit Menschen, denen ich vertraut habe im Job. Aber ja, das ist ein Lernprozess. Aber man zieht, wichtig ist, wenn man das nachher auch reflektiert und daraus schöpfen kann, davon lernt. Ich glaube, das ist das Wichtige. Total, total. Es ist wichtig, daraus zu lernen und das beim nächsten Mal eben besser zu machen. Und solche Menschen können einen immensen Schaden anrichten. Sowohl also vor allem in der Psyche, wenn Menschen dich einfach ausnutzen, dann und du bist gar nicht darauf vorbereitet. Ne? Das machen Menschen, die das wirklich machen wollen, bewusst, machen das ja auch sehr gut. Aber ja, wie gesagt, es war nur, glaube ich, zweimal, wie mir das passiert ist. Und Gott sei Dank ist da nicht so ein großer, großer Schaden entstanden. Es war eher einfach nervig, sage ich mal. Also mir ist kein Geld flöten gegangen, der Karriere ging es dann immer noch gut, aber es war
es ging schon sehr auf die Nerven. Ich bin so ein Karma-Mensch. Ich glaube, der Tag kommt zurück, wo du, ich sag immer, man muss da auch gar nicht nachtreten oder so. Einfach, man muss sich auf sich konzentrieren, seinen Weg weitergehen und seine Ziele vor Augen haben. Die Leute, die vielleicht dir auch was zugefügt haben oder Schaden zugefügt, die werden sich irgendwann umdrehen und werden wahrscheinlich auch denken, hätte ich mal besser, keine Ahnung, hätte ich die Chance genutzt, weil die Chance war da, zusammenzuarbeiten, ja. Ich habe ihn getreten, jetzt ist er da. Ja. Das ist so, das denke ich mir dann immer. Die werden irgendwann mal sich umdrehen und denken. Meine Gesangslehrerin hat mir auch gesagt, Druck erzeugt Gegendruck. Man kann halt nichts mit Druck erzwingen. Ja. Wenn man irgendeinen Künstler in irgendwelche mit Druck irgendwo hinbringen möchte, vergiss es, es geht nicht. Ja. Das macht nur Gegendruck. Und bezüglich der Menschen, mit denen ich arbeite, weil ich habe ja nur von zwei blöden Beispielen geredet, überwiegen tun natürlich die wundervollen Menschen in meinem Leben und ich bin gesegnet mit so vielen Begegnungen, auch zum Beispiel die Begegnung meiner ersten Gesangslehrerin, dann meine Professorin auf der Uni, die mir Gesang beigebracht hat, Marianne Larsen. Das war auch eine so von da oben geschickt und meine Band in Berlin, mein Produzent, mit dem ich so langsam anfange zu arbeiten, mit dem ich auch mein Producer, der die CD auch gemacht hat, ist auch ein neuer Mensch in meinem Leben. Und da gibt es natürlich auch sehr tolle Begegnungen. Und da muss ich ehrlich sagen, wenn ich Menschen begegne, die, also bei Livio hatte ich das, als ich Livio kennengelernt habe, kennt ihr das Gefühl, dass ihr jemanden kennenlernt und irgendwie das Gefühl habt, dass ihr ihn schon ewig kennt? Ja. Also, als würdet ihr in die Zukunft blicken und das so, wir kennen uns doch schon. Also, irgendwie sowas. Also, das ist zum Beispiel, glaube ich, ein ganz guter, ein ganz gutes Zeichen dafür, dass man sich mit jemandem wirklich gut versteht. Das denke ich auch, ja. Ja, ja. Ich möchte kurz nochmal auf deine CD zu sprechen kommen, weil die Leute nämlich auch eben, die Zuschauer fragen nämlich, ich sage, seit der einen Sendung sage ich immer die Leute, die Zuschauer im Chat fragen nämlich, die ist ab morgen erhältlich oder wann war nochmal genau der Release-Start? Ja? Also das Release war am 26. zu den Konzerten jetzt in Berlin. Das war aber das, also das Release, das echte Release, dass man sie anfassen kann. Ja. Aber ab morgen sollte sie im Internet nur auf meiner Website unter Music, Wladimir Konejew, ne? Ja. Und dann klickt man auf Music und da wird die neue CD aufgeführt und man kann sie dann bestellen. Und man kann sie sozusagen, man klickt auf Bestellen, dann muss man bekommt man eine E-Mail und dann überweist man das Geld und sagt seine Adresse und dann wird die CD zugeschickt. Also Ausrufezeichen V Konejew nochmal an dieser Stelle, dann kriegt ihr nämlich die Website und da geht ihr drauf und ab morgen kann man die dann online dort auf der Webseite unter Musik bestellen, Music, sehr, sehr cool. Ich glaube, was denn? Ja, ich muss bestellen. Ach so, nee, gibt's denn einen Grund dafür, darf man das fragen, weil hier kommt wieder das Internet, warum das gerade nur auf deiner Homepage ist und nicht zum Beispiel, keine Ahnung, über einen Amazon-Link oder Amazon vertrieben wird? Gibt es da einen Grund, warum ich dazu entschlossen habe? Ja, es gibt einen Grund. Naja, der Grund ist, dass, also die ersten zwei CDs, wenn man das auf meiner Website sieht, die sind ja gerade auf iTunes, auf Amazon, auf Spotify ja. und so. Die neuen noch nicht. Und der Grund ist, dass ich mich gerade von einem Menschen lösen muss. Okay. Lassen wir so stehen. Und, alles gut. Alles gut. Damit das mit der neuen CD weitergeht, muss ich das mal selber in die Hand nehmen. Dann, Leute, unterstützt das. Er muss das selbst in die Hand nehmen. Geht auf die Webseite und ab morgen dort kaufbar. Liefert ihr überall hin? Das ist nämlich die Frage. Weil wir sitzen ja in Irland. Oder ist das nur Deutschland? Ja. Ja, es wird überall hin verschickt. Ja. Weiß ich Bescheid. Da weiß er Bescheid. Ja. Du wirst eine Bestellung haben aus Irland. Definitiv. ich habe eine spannende Frage, weil du musstest dich nicht trennen. Du hast als erstes Schauspiel gemacht, Musik. Wie hast du dich dann entschieden, dann weiterhin Musik zu machen? Du hast ja auch in vielen, am Anfang hast du, glaube ich, bei deiner ersten Auftritte waren ja im Fernsehen als Fernsehkrimis. Also wie kamst du da rein und dann hast du ja doch gesagt, okay, ich mache jetzt Musik. Also wie entscheidet man sich für irgendwas? Wo ist der Schwerpunkt?
Ja, das war sehr, sehr schwierig. Es war sehr schwierig, gerade nach diesem einen Jahr mit Melanie, mit dem Gesangsunterricht, und dann am Theater. Ich habe im Theater jede Abteilung kennengelernt, weil ich ja irgendwie Assistent für alles war. Und ich wusste da nicht wirklich, was ich machen soll. Und ich dachte, ich würde Schauspiel studieren, aber dann war das Interesse daran, Gesang zu studieren, dann doch zu groß. Und dann habe ich mich auf der Bayerischen Theaterakademie August Everding, die ja mit der Hochschule verbunden ist in München, mit der Musikhochschule, für den Studiengang Musical beworben. Obwohl ich vorher noch nie ein Musical wirklich bewusst gesehen habe. Aber ich habe mir da durchgelesen, was da sozusagen angeboten wird im Unterricht. Und da wird angeboten Schauspiel, da wird angeboten ein Gesangsstudium, da wird angeboten ein Tanzstudium. Und ich habe mich auch immer sehr gerne bewegt und Fechten und alles Mögliche. Ne? Und dann dachte ich mir, ja gut, dann mache ich halt das. Das bietet eigentlich am meisten an. Und da kann ich erstmal nichts falsch machen. Und ich wollte es ja einfach nur mal probieren, ob ich überhaupt irgendwie da überhaupt weiterkomme. Es sind ja immer Tausende von Bewerbern, die da rein wollen. Sie nehmen immer nur 10 an staatlichen Schulen. Also maximal 10. Ja, und dann habe ich mich dort angemeldet, bin dann dahin und dann haben sie mich genommen. Und dann dachte ich mir, ja gut, dann mache ich das jetzt halt auch. Und habe dadurch auch das Genre Musical ganz gut kennengelernt, weil ich das ja studiert habe. Nach einem Jahr war mir ziemlich klar, dass ich nicht wirklich in diesem Genre arbeiten werde, weil, also Musical an sich ist auch teilweise ein sehr schönes und tiefes Genre, zum Beispiel Cabaret, wenn man den Film kennt, ist ein ganz tolles Musical. Ich liebe die West Side Story, das ist ein Gesamtkunstwerk aus allem. Nur der Arbeitsvorgang in manchen Produktionen, die ich erlebt habe, war nicht so ganz mein Arbeitsvorgang, den ich gehabt hätte. Also es ging nicht so in die Tiefe, es ging nicht so ins Detail, es ging nicht so in die Freiheit, dem Schauspieler eine Freiheit zu lassen. Und das habe ich schon nach einem Jahr gemerkt. Und dann habe ich nach dem ersten Jahr eh einen Wettbewerb gewonnen und dann wieder einen Chanson-Wettbewerb und wieder einen Chanson-Wettbewerb. Und da muss ich der Akademie sehr danken und eigentlich sagen, dass sie mich genauso gelassen haben, wie ich bin. Also sie haben gesagt, du kannst hier zu Ende studieren, aber wenn du in die andere Richtung gehen willst, werden wir dich dann natürlich da nicht aufhalten. Und da war mir eigentlich schon klar, dass ich eher in die Richtung Chanson gehe. Und Film, das war eigentlich, ja, ich weiß nicht, ein Riesenzufall. Es blendet hier gerade die Sonne ziemlich stark, Schön. oder? Soll ich mal Ist woanders schön, bei uns hin? Nee, stürmt's. Ja, gib okay. uns ein bisschen die Sonne ab. Mit Film war das so, dass ich, also während dem Studium habe ich schon angefangen, in einer Jazzbar zu singen in München, Jazzbar Vogler. Das ist eine sehr, sehr tolle Jazzbar. Man denkt, man ist in New York, wenn man da reingeht. Und da bin ich immer hingegangen, schon mit Liviu, als ich noch Assistent war am Theater. Und ja, ich habe einfach mal diesen Thomas Vogler, der diese Jazzbar besitzt, angesprochen, ob er nicht Interesse hätte an einem Sänger, der so ein bisschen Chanson und Jazz auch singt. Mit Jazz habe ich auch teilweise angefangen. Da habe ich gesagt, ja gut, dann kriegst du einmal ein Konzert und ich gucke mal, was da so ist. Und dann habe ich dieses Konzert gehabt und daraufhin hat er mir nach dem Konzert gesagt, ich kann jeden Monat ein Konzert haben und ich kann machen, was ich möchte. Und dann habe ich das halt während dem Studium gemacht und das waren fast 3 Jahre, wo ich jeden Monat ein Konzert gehabt habe und es selber gestemmt habe mit Livio zusammen. Und es waren wirklich Trainingsjahre. Ich habe 50 Euro am Abend bekommen. Also, das ist halt eine Jazzbar Vogler, es ist eine Jazzbar. Und dann wurde halt ein Hut rumgegeben, oder es war so eine große Metallschüssel, wo dann die Leute alles reinschmeißen, was sie wollen. Und das war halt dann die Gage für den Abend. Aber als Student hinterfragt man das ja gar nicht, da ist man ja froh um jeden Penny. Und damals in der Jazzbar war es ja auch so, ich muss da mal ausholen, weil die Jazzbar hat mir vieles beigebracht. Das sind ja Leute, die gehen einfach so rein, ohne dass sie wissen, oh, Wladimir Kondejew singt jetzt dieser Jazzbar-Vogler. Nein, die Leute gehen rein und wollen einfach sich unterhalten, wollen ein Bierchen trinken und dabei irgendwie Jazzmusik hören oder irgendeine Musik, die unverfänglich ist. Vorsichtig. Und wenn ich da aber mein Konzert gegeben habe mit Chanson, mit Edith Piaf und so,
kamen natürlich solche Leute auch hin, aber die haben dann ab einem gewissen Moment einfach nichts mehr gesagt. Die haben sich einfach nicht mehr unterhalten. Die mussten zuhören. Und wenn man es mit einem richtig leisen Chanson hinkriegt, stimmlich und vom Ausdruck her, Leute, die die ganze Zeit mit Weingläsern anstoßen und sogar die Kellner, ne, die einfach stehen. Oder Menschen, die in der Küche kochen. Man hört einfach nichts mehr außer mich. Ich weiß nicht, vielleicht ist das auch meine Rache an der Menschheit, weil ich so lange gestottert habe und mir niemand zugehört hat, dass ich so das mache, dass man mir zuhört. Aber das waren immer so Momente in der Jazzbar, die mir auch beigebracht haben, wie man eben genau es vielleicht stimmlich und von der Interpretation her es schafft, dass du beim Kochen aufhörst zu kochen und ich ja. Also das war oft in der Jazzbar so. Und über die Jazzbar erzähle ich so viel, weil das war mein Einstieg ins Filmbusiness. In der Jazzbar war eben eines Tages der Chefcaster von Bavaria Film da mit seinem Team und wollte genauso, wie ich das beschrieben habe, eigentlich nur ein Bierchen trinken. Und der hat mich dann dort gesehen und hat mich dann in der Setpause kurz angesprochen, was ich mache, wer ich bin. Und hat sich vorgestellt und hat mich gefragt, ob ich mir vorstellen kann, Filme zu drehen. Filme zu spielen. Und dann ging es los. Also es ging da schon los, ja, aber mit dem Film. Es hat ein Jahr gedauert. Ich hab Nein gesagt. Ich habe gesagt, nein, ich bin Chansonsänger und ich habe noch nie vor der Kamera gestanden, bla bla bla. Aber der hat mir gesagt, schick mir mal Fotos von dir. Ich lege eine Kartei an. Und ein Jahr später war ich besetzt für den Polizeiruf 110 mit Sandra Hüller und Matthias Brandt. Wahnsinn. Und die Fotos, also wenn man dich auf Fotos sieht, man hat sofort auch, also wir haben das auch vor der Sendung gesagt, sehr charismatisch. Du drückst echt auch nicht nur mit deiner Stimme was aus, sondern auch als Person. Also finde ich persönlich. Ich komme ja handwerklich aus der Film- und Fernsehwelt und muss sagen, ich habe auch sofort zu Steffen gesagt, dass man es gibt Menschen, wo man einfach sagt, ich sage immer, jeder kann alles lernen, aber es gibt halt doch auch gewisse charismatische Züge, Körpersprache. Es gibt einfach Dinge, wo du sagst, jo, der muss vor die Kamera. So ganz einfach. Ja. So. Vielen Dank. Das ist so. Das, ja. Das ist klasse. Das ist klasse. Gelernt hat er auch viel. Ich will kurz was fragen. Ich muss mal kurz umsetzen, weil jetzt blendet. Mach mal. Ich werde nur den Tisch ein bisschen nach hinten schieben. Das war ein schönes. Das ist ja so. Das ist eine schöne Kamerafahrt. Special, ja? Wolltest du Kameramann werden jetzt? Nee, ich glaube, so ist besser. Ja. Du sprichst, nee, anders. Du singst in verschiedenen Sprachen. Vielleicht für die Zuschauer, in wie viele Sprachen singst du und sprichst du diese Sprachen auch? Ich singe auf Deutsch meine eigenen Lieder. Auch teilweise andere Lieder, Hildegard Knef, Marlene Dietrich. Ich singe auf Russisch, das ist meine Muttersprache. Ich singe auf Französisch, französisches Chanson. Ich singe auf Spanisch, Tango Argentino, also eigentlich auf Argentinisch, das ist nochmal ein anderer Dialekt. Dann singe ich teilweise auf Italienisch, hatte ich auch schon im Studium, meine paar Opernarien. Und dann singe ich noch auf Georgisch. Es gibt sehr schöne georgische Lieder. Das ist ja auch meine Muttersprache. Ich bin in Georgien geboren, aber ich habe Georgisch nie gelernt, weil meine Eltern nur auf Russisch miteinander gesprochen haben. Noch was vergessen? Englisch war schon. Ach, und Englisch, ja. Natürlich. Englisch. Englisch singe ich auch. Ja, ja, ich habe manchmal sogar Probleme, Deutsch zu sprechen. Das ist, ja, und dann gibt es Menschen, die singen irgendwie 5, 6 Sprachen. Und wie viel? Ja, aber sprechen, also ja. Ich sage immer, ich singe fließend Französisch. Ich spreche das leider nicht fließend. Ich würde sehr, sehr gerne fließend Französisch sprechen, aber ich hatte es nie in der Schule und irgendwie nach der Schule dann das Studium und dann, man hat einfach keine Zeit, sich auf so eine fette Sprache nochmal einzulassen. Aber ich habe es noch vor, Französisch richtig gut zu lernen. Spanisch spreche ich auch nicht. Ich singe es nur so, dass man denkt, ich könnte es. Ich wollte es gerade sagen, du transportierst das aber, als würdest du die, also du fühlst das trotzdem, diese Lieder. Das ist ja, also ich habe mir da verschiedene... Ja, das ist total wichtig, natürlich jedes Wort zu wissen, was man singt. Also ich verstehe natürlich jedes Wort. Ich habe einen Coach, der mich da einlernt.
sowohl ins Französische als auch ins Spanische. Und ich habe irgendwie ein sehr starkes Gespür für Vokale, wie Vokale klingen, ob sie nasal sind, ob sie nicht nasal sind. Also wie Vokale, Sprache ist nichts anderes als Vokale und Konsonanten nacheinander gereiht. Und je nachdem, wie man sie mischt, so klingt halt eine Sprache. Das ist wie ein Code. Ein Code für Emotionen. Und jetzt bei mir zum Beispiel, also meine Familie, ja, kommt auch aus verschiedenen Ländern. Also väterlicherseits musst du wissen, ist es bei mir italienisch-portugiesisch, mütterlicherseits ist es deutsch-spanisch. Und wenn ich an diese Nation denke, auch an meine Familien denke aus diesen verschiedenen Nationen, sind das verschiedene Emotionen und die Menschen sind unterschiedlich. Wie schaffst du es, diese kulturellen Unterschiede, diese Emotionen in die Musik zu packen? Weil das machst du. Wenn ich das sehe bei dir, denke ich, ich habe da auch sofort so, ich sehe meine Familie und denke, ja, das sind die Italiener, das sind die Spanier, die sind so. Wie schaffst du das? Ja, eine gute Frage. Also ich glaube, ich mische ja viele Stile und viele Sprachen. Ich mache ja nicht nur Chanson. Ich finde auch, Chanson ist ein Überbegriff für etwas, was ich tue. Also jede Sprache hat ihre eigene Mentalität, wie du schon sagtest. Russisch hat einen ganz anderen Klang als Deutsch. Jede Sprache hat ihre Charakteristika. Mhm. Spanisch ist viel, viel, viel härter als Italienisch zum Beispiel in der Vokallautung, in den Konsonanten. Aber ich mache mir darüber eigentlich nicht so viel Gedanken. Ich mache mir eigentlich nur Gedanken, was macht das Lied, was will das Lied, was will der Mensch, der das Lied singt, was geht es überhaupt, was heißen die Worte und die Melodie, wie lerne ich halt. Und dann hält alles eigentlich nur meine Stimme zusammen. Also ich kümmere mich eigentlich nur darum, dass mein Kehlkopf möglichst offen bleibt, dass ich möglichst entspannt bin, dass der Klang nicht, wie soll ich sagen, dass der Klang meiner Stimme nicht etwas, nicht eine Idee von etwas ist, sondern dass sie einfach ist. Ich kann es so schwer beschreiben. Also das ist nicht, dass es nicht einem Klangideal entspricht, was man schon sowieso überall hört, oder es soll eher da so klingen oder so, in das Genre, sondern dass es einfach so ist, wie meine Stimmbänder sind. Und das braucht eine sehr, sehr starke Konzentration, ein Bewusstsein für den eigenen Körper und für den Hals und was da diese Stimmbänder machen. Und wenn das funktioniert, wenn ich auf jeder Tonhöhe das machen kann, was ich möchte, in jeder Lautstärke, dann ist die Sprache eigentlich irrelevant. Also dann reagiert die Sprache auf den Klang. Mhm. Und die Mentalität transportiert sich dann aber durch die Sprache, weil die Mentalität, Emotionalität ist ja, wie gesagt, in einem Code gespeichert, der sich als Spanisch woanders hin entwickelt hat, als Russisch oder Deutsch. Also ich spüre teilweise dann auch eigentlich eher Vibrationen anders. Als ich ein Lied von dir gehört habe, mir fällt gerade der Name nicht ein, aber es war, glaube ich, auch Russisch. Mir war egal eigentlich, was du singst, weil ich habe das mitgefühlt. Also ich kann ja kein Russisch, ja? Genau. Also ich habe das einfach... Ich glaube einfach nicht. Ja, es ist, also Sprache ist keine Begrenzung für Emotionalität. Ja? Also wenn man sagt, ich liebe dich auf Japanisch, auf Swahili, auf Französisch, auf Russisch, was auch immer. Wenn man es wirklich von Herzen meint und die Person kennt die Sprache nicht, wird sie das in deinen Augen, in deiner Stimmfärbung, in deiner Körperhaltung sehen, wenn du das wirklich, wirklich, wirklich ernst meinst. Das stimmt. Wenn es das wirklich stimmt, von Herzen kommt, wird die Person das verstehen. Ja? Wahnsinn, das ist beeindruckend. Echt. Ich höre auch gern zu. Also ich bin normal, man muss mich immer unterbrechen beim Reden. Das aber stimmt. Heute höre ich, das ist wirklich, normal habe ich immer den Laberfluss, ja. Aber heute, das ist Wahnsinn. Man lauscht, man hört dir einfach gerne zu, ja. Auch wenn du redest, das muss man einfach sagen, ja. Du hast gesagt, das würde mich auch interessieren, du hast gesagt, dass du dich auf jeden Auftritt freust. Hast du ein bestimmtes Ritual, was du machst, bevor du auf die... Ist das geheim oder magst du das teilen? Nö,
Nö, das ist nicht geheim. Also, ich habe mehrere Rituale. Also ganz, ganz Nämlich. wichtig ist an Konzerttagen grundsätzlich, ich hatte jetzt in Berlin in der Bayer der Vernunft ja eben die Winterkonzerte. Und wenn ich so 5 Konzerte nacheinander habe, ich singe fast 2,5 Stunden pro Konzert. Und das 5-mal hintereinander ist dann schon heftig für die Stimme. Es ist ein Marathon. Und mein Ritual ist eigentlich, morgens aufzustehen und im Bett zu brummen. Bett zu Ich brumme. brummen. Ich liege im Bett und brumme. Und dann nach dem Frühstück muss ich mich einsingen. Das ist eher einatmen, sage ich. Also einsingen ist gar nicht so wichtig. Das ist eher die Atmung, die wieder platziert werden muss. Und durch die Atmung entspannt sich ja auch der ganze Kehlkopf, durch die richtige Einatmung. Und dann ist ganz wichtig, dass ich über den Tag verteilt möglichst wenig rede oder also nicht viel mich mit Leuten treffe, also nicht viel Energie weggebe, sondern ich bin wie in so einer kleinen Schale für mich drin und spare, damit am Abend alles raus kann. Und kurz vor dem Konzert ist meine Tradition, die ist am wichtigsten eigentlich, das darf nie fehlen. Also wenn ich nur mit meinem Pianisten auftrete, da, also wir halten uns so an den Händen. Gehen ein bisschen in die Knie, als wären wir Kängurus, die sich auf ihren Känguruschwanz setzen und sind wie so eine Waage. Und halten uns gegenseitig mit unserem Körpergewicht und atmen 9-mal ein und aus und gucken uns dabei in die Augen und versuchen die Ein- und Ausatmung miteinander zu timen, weil es ist auch sehr wichtig, wie der Pianist mit dem Sänger mitatmet. Und kurz vor dem Konzert, so 2 Minuten davor, bringt es einen total runter und man fokussiert sich sehr auf seinen Partner, weil der Pianist ist ja das Fangnetz, der Teppich, der Partner in dem Moment, der dafür verantwortlich ist, dass ich richtig atmen kann beim Singen. Und es ist eine sehr, sehr, also Liviu weiß teilweise, was ich mache, bevor ich es mache. Wir haben so eine starke musikalische Verbindung. Und dieses Ziehen, das geht natürlich auch mit Band, es geht auch mit einem Orchester, wenn sich alle an den Händen nehmen. Ich finde das einfach schön. Und vor allem 9-mal ein- und auszuatmen. Warum genau neunmal? Wichtig. Ich habe es irgendwie mit der Zahl 9. Ich habe es mit der Zahl 12 und 9 und 7. Ich weiß nicht warum. Aber 9 ist irgendwie für mich eine magische Zahl. Ich weiß nicht. Hat irgendwas. Die Okay. 9. Was, ja. Das ist Wir haben Wahnsinn. auch ein Ritual, aber das ist. Und das ist geheim. Das Noch, haben wer wir heute weiß. Morgen gar nicht gemacht. Doch. Haben wir? Ja. Ach so. Was denn los? Ja, haben wir gemacht. Ja, das ist, Ich, oh Gott. das ist. Ehekrise. Ich habe, du hast das eben, du hattest das heute so schön erzählt, auch mit der Gesangslehrerin, auch eine wichtige Person in deinem Leben. Glaubst du, dass jeder Mensch in der Lage ist, Gesang zu lernen und so singen kann, dass er damit Menschen unterhalten kann? Ich glaube, jeder kann singen. Die Frage ist, also jeder kann ja auch irgendwie rechnen. Also ich bemühe mich jeden Tag. Nur es ist nicht unbedingt mein größtes Talent, sage ich mal. Es gibt Leute, die können alles im Kopf rechnen hin und her und machen dann noch Gleichungen und es macht ihnen Spaß. Es kommt einfach immer darauf an, wo der Spaß liegt und wo die Leidenschaft liegt und wo man sich am stärksten spürt. Ich glaube, es gibt also einen Unterschied zwischen Singen lernen und Hören lernen, weil Singen fängt ja erst damit an, dass man, wenn man einen Ton hört, ihn auch nachsingen kann. Das ist ja eine Verbindung von Hirn zu Stimmbänder. Das ist etwas, das nennt sich Gehörbildung. Also wenn das erstmal da ist, wenn man einen Ton hört und diesen Ton auch nachsingt, reproduzieren kann, dann kann man singen. Und alles andere ist Technik. Kann doch singen. Ja, nee, Gerade nicht, gerade in dem nein. Moment, aber ich Du könntest, könnte es. wenn du diesen ersten Schritt Ja. gehst, dann könntest du eventuell schon mal singen, Ja, ja. das ist gar kein Problem für mich. Aber zum Beispiel die Arbeit an Atmung und die Arbeit an Klang, an der eigenen Stimme, würde ich eigentlich jedem Menschen empfehlen, weil egal, was man für einen Beruf macht, ich meine, gerade bei euch, ist ja eh klar, müssen wir nicht drüber reden, dass eure Stimmen ja auch total wichtig sind. Nur
auch für Menschen, die teilweise einen Vortrag halten oder selbst wenn man ein Bewerbungsgespräch hat. Ja. Es ist ja immens wichtig, wie man sich selber wahrnimmt und wie man seine Atmung wahrnimmt und seine Stimme. Und das stimmt, ja. Das kann eigentlich jeder lernen, auch für sich, wenn er nicht unbedingt Menschen unterhalten will damit. Das stimmt. Also ich habe eine Zeit lang auch mal als Dozent tätig und da habe ich auch gemerkt nachher am Anfang, so die Anfangszeit war für mich relativ schwierig, auch die Leute wieder zu greifen, auch wenn mal so Unruhe, Konzentration sinkt so ein bisschen, es entsteht Unruhe. Dann habe ich irgendwann gelernt, wie viel du mit der Stimmlage, wie du die Leute mit der Stimme wieder kriegen kannst, auch mit Emotionen. Wenn du dann sagst, also das hier ist, und die Stimme dazu anpasst und sagst, also das hier ist was total Interessantes. Und auf einmal, und vor allen Dingen ist mir bewusst geworden, am Anfang wurde ich lauter und das hat mehr Unruhe erzeugt. Ich wurde leiser. Klar. Und auf einmal hast du die Aufmerksamkeit wieder gehabt, ja? Ja, weil das Publikum spiegelt ja auch immer den Menschen auf der Bühne. Ja. Also je nachdem, wie ich selber drauf bin auf der Bühne, je nachdem, wie sehr ich es selbst genieße, was ich mache, so genießt das Publikum das mit. Und das ist total wichtig. Das habe ich wirklich in den letzten Jahren, das ist einer der Punkte, die ich wirklich, wirklich, wirklich gelernt habe, dass man sich selbst erlaubt oder ich mir selbst erlaube, auf der Bühne ist so richtig, richtig jede Sekunde zu genießen, sie zu genießen. Das merkt man. Jeden Moment zu genießen. Aber gab's für dich mal, wenn du so ein bisschen zurückdenkst, gab's mal einen Auftritt, wo du das Gefühl hattest, dass du das Publikum oder Teile des Publikums nicht erreichst? Und wenn ja, wie bist du damit umgegangen? Ja, schon. Natürlich gab's solche Momente. Ich würde sagen, nicht viele, wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Ich könnte jetzt keinen bestimmten sagen, der sich so in meinem Kopf geprägt, abgespeichert hat. Ich sage immer, also ich mache ja Konzerte und manchmal, wenn das Angebot interessant ist und wenn ich merke, okay, es ist jetzt nicht nur irgendwie eine Nebenbei-Musik, sondern da hat wirklich jemand Interesse, dass ich dort auftrete und die Leute zuhören, singe ich auch teilweise für Firmen. Und ich habe einmal die Erfahrung gemacht, dass ich für eine Firma gesungen habe und die Leute es total gut fanden. Auch danach haben mir alle gesagt, wie schön das war und auch sehr berührt waren. Nur in dem Moment selbst, weil die ganzen Kollegen miteinander saßen, weil das so eine große Firma war, immer an den verschiedenen Tischen, habe ich gemerkt, dass die Leute sich nicht zeigen wollen, wie sehr es sie berührt, erstens, und sich nicht wirklich darauf einlassen und eher dann den coolen oft spielen, weil sie dann, verstehst du, was ich meine? So ein bisschen, wenn der Boss dann auf einmal heult vor der Assistentin, ist es wahrscheinlich, da habe ich so eine Energie gespürt, die ich sonst in Konzerten nicht gespürt habe beim Publikum, aber das lag einfach am Setting, so. Aber ich kann mich nicht wirklich daran erinnern, wo ich das Gefühl hatte, ich dringe nicht zu den Leuten durch. Ich kann mich eher an Situationen erinnern, wo es mir selber nicht gut ging. Also wo ich erkältet war oder wo ich gerade sehr traurig war und trotzdem auf die Bühne musste. Das ist schwierig, damit umzugehen. Weil, wie ich schon sagte, ich muss es selber selbst genießen, um das Gefühl zu haben, dass ich mit den Menschen connecte und ihnen etwas gebe, das sie auch genießen können. Und das ist, also gut, es gibt einen gewissen Grad der Erkältung, wo man noch singen kann. Alles andere sage ich natürlich ab. Aber wenn man traurig ist oder etwas Schlimmes passiert ist, ich musste einmal ein Konzert singen, da ist ein sehr naher Mensch, der mir sehr nahe war, bei einem Autounfall verunglückt. Und ich musste am Abend danach ein Konzert singen, konnte das nicht absagen. Das war zum Beispiel sehr heftig. Ja. Aber da kann man die Haltung in sich verändern und versuchen, das Beste draus zu machen. Glaubst du, das ist ein Problem in unserer heutigen Gesellschaft, dass Menschen zu selten Gefühle zeigen? Wow. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob ich mir anmaßen kann, für die Gesellschaft zu sprechen. Aber ich weiß nicht. Weiß ich nicht. Ich glaube, dass unsere Gesellschaft sehr schnelllebig ist, dass sie sehr, sehr große Vorteile durch Social Media hat. Ich meine, sonst hätten wir dieses Interview gerade nicht. Wie toll ist das denn?
Und ich kann Geschäfte machen mit meinem iPhone. Ja, das ist wirklich toll. Andererseits ist es genau die Mittel, die man so gut benutzen kann, kann man genauso schlecht benutzen, ne? Also da passiert auch vieles, was nicht so schön ist. Und ich merke, dass unsere Gesellschaft, weil es so viel Informationen an allen Ecken gibt, das sehe ich ja auch bei mir selbst, ne? Ich werde so überflutet mit Informationen, dass ich teilweise gar nicht mehr die Zeit finde, mich wirklich ruhig hinzusetzen und ein Buch zu lesen. Und Emotionen, ich glaube, dass in vielen Bereichen, nicht in allen Bereichen, aber in vielen Bereichen Emotionen so ein bisschen vorgekaut werden zuerst, so noch schön verpackt und sexy am besten, und dann noch dir noch so präsentiert werden, dass du sie möglichst schnell spüren kannst, möglichst schnell und dann wieder weiterziehen kannst. Und das ist einfach nicht ganz so. Das ist nur ein Abbild von etwas, was Emotionen ist. Habe Ja, ich mich doch, doch. richtig Ja, ich ausgedrückt? finde, das Das kann. ist so Ich schwer zu kann es erklären. greifen. Ich finde, durch die Art und Weise, wie wir heute auch Informationen durch das Netz verarbeiten oder miteinander interagieren, verlieren wir das. Also, ich sage immer, verlieren wir ein Stück weit Empathie. Ja, Empathie. Ich glaube, das ist auch wahnsinnig wichtig, Empathie und also Mitgefühl mit sich selbst auch zu haben. Ja, Also sehr mit gut. sich selbst Mitgefühl zu haben, ist so wichtig, weil das ist zum Beispiel auch etwas, was ich in Konzerten spüre. Dass dieser Gedanke von, wir sind alle im selben Boot, weil Chanson ist, erzählt ja. Chanson ist wie ein Hollywood-Film und eine große Oper in 3 Minuten. Das ist ein Lied. Also ein Chanson ist textlich und melodisch so komplex und doch so schlicht, dass es wie so ein Laserstrahl treffen kann, direkt ins Herz. Und da ist es unabhängig, um welches Thema es geht, um welches Milieu es geht. Es berührt einfach. Punkt. Und man muss es nur richtig machen, man muss verstehen, wie man es machen muss. Man ist gleichzeitig der Schauspieler und gleichzeitig der Sänger, der mit der Stimme alles machen muss oder kann. Oder das ist meine Art und Weise, wie ich Chanson sehe. Ich möchte möglichst unterschiedliche Klänge haben und eine Freiheit haben in jeder Tonhöhe, wie gesagt, einen Ton ganz leise anzusetzen und am selben Ton zu bleiben, dann lauter zu werden und wieder leiser zu werden, ist technisch sehr, sehr schwierig. Das fühlt sich an, als würde man einen Spagat machen im Hals. Und das ist aber etwas, was, wenn man ein Schauspieler ist und einen schauspielerischen Ausdruck hat und verstehen will, was die Figur dahinter möchte, was eigentlich der Input dieser Szene ist, wenn man das dann noch technisch im Gesang umsetzen kann, indem man auf jedem Ton machen kann, was man möchte, hat man unendlich viele Mittel, um eine Emotionalität zu erschaffen, in dem Klang. Und führt dazu, dass, auf diesen Punkt möchte ich eigentlich kommen, dass ich sehr oft spüre bei Liedern oder so eine Verbundenheit wahrnehme nach bestimmten Liedern mit allen Menschen oder während ich sie sogar singe, die wahnsinnig empathisch ist und wahnsinnig viel Mitgefühl hat, weil ich denke mir, boah, es gibt so viele Leute, die haben einen Krieg erlebt. Es gibt so viele Leute, die wurden verlassen. Es gibt so viele Leute, die haben erlebt, wie jemand gestorben ist. Man denkt immer, man ist irgendwie alleine mit seinen Sorgen, aber das ist gar nicht so. Wir haben ein riesengroßes Kollektiv von Emotionen, von tollen Erlebnissen, von schlimmen Erlebnissen und wir teilen sie alle miteinander. Und in seinem Live-Erlebnis, in einem Konzert, jetzt zum Beispiel mit Chanson, da wird es einem total direkt klar. Und ich glaube, dem Publikum wird es nicht bewusst klar, wie ich es gerade ausdrücke, aber man spürt das. Und das ist im Prinzip aktives Mitgefühl, aktive Empathie, die ich mache, um mich mit einem großen Feld zu verbinden und die gleichzeitig mir selber total gut tut, weil ich mich dadurch nicht alleine fühle. Und das konnten letzte Woche Menschen mitfühlen, nämlich in deinem Programm Winter. Die Frage ist, Ja. wenn Menschen dort draußen, Zuschauer dort draußen, dich auch mal live sehen möchten, hast du schon Auftritte geplant? Wenn ja, wo? Wo kann man dich als nächstes sehen? Ja, also erstens kommt am 27.12. im ARD kommt in der ARD kommt der Club der singenden Metzger. Das ist keine Komödie.
Es ist ein Auswandererdrama aus dem Ersten Weltkrieg von zwei Deutschen, die nach North Dakota auswandern. Ich spiele einen Zirkusakrobaten, ein halb Indianer, halb Amerikaner. Das kommt am 27.12. in der ARD. Da freue ich mich sehr Um darauf. wie viel Uhr ist das abends? 20:15 Uhr, ja, das ist, glaube ich, Hauptsendezeit. Dann Genau, einschalten. 27 Uhr. Und ich bin jetzt gerade in München. Ich bin gestern angekommen, weil ich anfange zu proben für meinen Kurt-Weil-Abend. Ich bin nächstes Jahr im März der neue Resident Artist der Kurt-Weil-Festspiele geworden in Super. Dessau. Und da werde ich einen großen Kurt-Weil-Abend vorbereiten, werde auch mit Symphonieorchester singen, werde einen Liederabend nur mit Klavier machen. Also das Festival in Dessau wird ganz, ganz spannend. Es hat auch das Thema Grenzen, also auch ein sehr spannendes Thema für mich. Und Kurt Weil hat ja viel mit Bertolt Brecht gearbeitet, Dreigroschenoper, ne, man kennt ihn vielleicht durch die Dreigroschenoper. Der hat ja alles Mögliche an Grenzen damals gebrochen, die es gab. Er hat die Grenzen zwischen Chanson, Oper, Musical total verschwommen und hat ein riesengroßes Meisterwerk erschaffen, ein Lebenswerk. Und er ist damals von den Nazis ja auch geflohen über Paris nach New York. Das heißt, er hat auf Deutsch geschrieben, auf Französisch und auf Englisch, was auch spannend ist. Genau, also ich bin gerade dabei, Kurt Weill vorzubereiten. Und nach dem Festival in Dessau, am 6. März ist mein Kurt Weill Abend in Dessau, kommt am 11. März auch der Kurt Weill Abend in der Bar jeder Vernunft in Berlin raus. Und da werde ich erstmal, also nächstes Jahr ist das Kurt Weill Und Jahr. das findet man alles auf der Webseite, denke ich, dann und auch Genau, ab auf morgen. Ich bin auf Instagram, dem Termin mit Facebook. drauf. Ja, ich poste immer auf Instagram, Wladimir Konev Official. Website ist www.wladimirkonev.com. Facebook, Wladimir Konev, mein Name. Also Wladimir, bin ich habe noch überall ein vertreten. Anliegen. Ich habe noch ein Anliegen. Wenn du irgendwann mal ein bisschen Ruhe hast, ja, und vielleicht mal ein bisschen abschalten willst, ja, also das meine ich von Ja. Herzen ernst. Ich würde dich einladen, dass du uns mal an der Westküste in Irland besuchen kommst, ja. Was? Das ist, ja, Wirklich? Sehr wirklich, gerne. wirklich. Das ist wirklich. Also das würde ich machen. Und wir haben ab Januar hoffentlich, wenn alles gut geht, ein neues Studio, ein größeres Studio. Da können wir uns dann vielleicht auch nochmal. Du musst nicht singen. Wir können uns einfach mal ganz locker zusammensetzen. Vielleicht nochmal Beim talken. Bierchen In oder beim der Rotwein Sendung oder gar nicht. kein In Wein? der Sendung nicht beim Bierchen, aber wir können Wie? nochmal talken, ja. Aber was, Ja, also gerne. weißt du, was ich gerne mal? Sehr, sehr Wir gerne. leben sehr, sehr weit draußen an der Westküste, Ah. im gälischen Irland. Aber was ich, also was ich, du, weißt du, in Irland gibt es was Besonderes. Abends in den Pubs ist immer Live-Musik. Da finden sich die Ja. Menschen einfach zusammen und singen. Ich Ja. versuche gerade zu. Ich will dir sagen, was in meinem Kopf vorgeht. Ich versuche dich mitzunehmen auf meine Reise. Ich fände es total spannend, mal zu erleben, wie diese lokalen Menschen hier reagieren, wenn auf einmal ein Wladimir da vorne steht. Die Technik wird nicht die atemberaubendste sein, ja. Aber da mal steht und einfach mal lossingt, ja. Ich glaube, Die fallen aus weil allen normal Wolken. ist im Pub, auch wenn die Leute. Also das würde ich gerne mal erleben, weil ich kritisiere mal, da sind manchmal so tolle Sänger im Pub, aber bleibt dauerhaft unruhig in diesem Pub. Und ich glaube, ich glaube, bin Da fest könnte man davon den Pin überzeugt. Drop hören, oder? Ich glaube, ich bin fest davon, wenn du anfangen würdest zu singen, ist Totenstille in diesem Pub. Wir werden es mal ausprobieren. Das wäre Dankeschön das. für die Einladung. Ja, doch Freut das. mich. Ich war noch nie in Irland. Ich war auch noch nie in England. Ich war noch nie da drüben. Ja, England musst du auch nicht. England, aber Irland ist Irland gut. ist. Okay. Wir bleiben Ja, in toll. Kontakt und wenn es irgendwann Ja. passt, schreibst du, demnächst habe ich Zeit und wir gucken, dass wir das organisieren. Wir haben auch hier sehr gute Unbedingt. Kontakte in Richtung schöne Häuser, Ferienhäuser. Also wir kriegen das Ja, organisiert. super, cool. Ja. Dankeschön. Danke für die Einladung. Ja, Cool. gerne. Also gerne. Ja. Ja, Ja, ich, ich ja, das, auch. Ich bin ja. da auch dabei. Ich Ja. habe noch eine Und falls ihr Frage. mal nach Deutschland kommt, seid ihr herzlich eingeladen in die Bar jeder Vernunft in Das Berlin. nehmen wir auch gerne an. Das Ja, da gibt es sind. auch Tickets. Wir haben so Da viel. besorge ich Wir bitte haben mal auch gute so viele Tickets. Wann gibt es Einladungen. da Tickets? Wo? Wie? Wann? Er besorgt uns. Ach Naja, so. ich habe ja gesagt, Premiere ist am 11. Ja, März in der Bar jeder genau. Vernunft. Und da singe ich eigentlich den ganzen März und dann singe ich immer wieder. Also ich habe dann auch andere Konzerte. Im Mai singe ich dann mit Okay. Symphonieorchester in Berlin. Dann werde ich schon noch ein paar Ja, gut. Wir Konzertchen kriegen haben. Wir das bleiben hin. In Kontakt. Wir bleiben in Ich habe Kontakt, noch ja. eine Frage zum Abschluss. Wir sind schon drüber, aber du hast gerade eben noch ein kleines Thema aufgemacht. Setzt du dir denn selbst Grenzen oder denkst du, man kann alles erreichen im Leben? Wenn man nur fest dran glaubt und arbeitet. Ja, das glaube ich.
Wobei da immer so ein irgendwie gibt es manchmal schon diese nervige Stimme, aber ich versuche immer mehr und mehr sie abzuschalten oder sie einfach reden zu lassen und zu sagen, ja, ist ja Nach gut. 2 Wochen Irland ist die weg. Versprochen. Weggesoffen. Versprochen. Nee, nee, nicht weggesorgt. Das ist. Nee, aber so viel, auch so viel deutsche Künstler, aber auch Buchautoren haben hier sich kreativ niedergelassen. Und das musst du aber dann erleben. Die Ruhe die Kraft dieses Landes, ja, das ist atemberaubend. Also ich sagte das ja, ich komme aus der Großstadt, aus Köln, und als ich hier draußen war, ich hätte nie gedacht, dass ich einfach mal irgendwie die Klippen hochrenne, dort stehen bleibe und eine halbe Stunde auf den Atlantik gucke. Weil diese Ruhe habe ich nie besessen, muss dir ehrlich sagen. Und das hab ich bekommen, ja. Wahnsinn. Das klingt toll. Ja, Das klingt wirklich vielleicht, toll. Ja. vielleicht passt das irgendwann, wenn dein Plan das Unbedingt. zulässt, ja. Dann Super. komme ich auch ins Studio. Wenn ihr dann ein Keyboard habt, mache ich auch ein paar Songs. Wenn ihr sowas euch besorgt. Das kriegen So ein wir hin, das Keyboard kriegen ist wir ja hin. immer Das teuer. ist, da, das ist, da, Das, das ist, das das, lassen wir, da lassen wir, also, das lassen wir anfertigen. da, da, da finden wir so, Das ist da reden wir hier in Dublin mit dem Music Store, die müssen da mal was Vernünftiges ankarren für den ja. Tag, ja. Das kriegen wir hin. Ja. Ja, Prima. Es war mir eine Ehre, Wladimir Korneev an dieser Stelle. Ausrufezeichen V Korneev, dann kriegt ihr nochmal die Webseite, Instagram, Facebook, geht da drauf. Morgen die CD, vielleicht kannst du die auch nochmal ja, zeigen. bitte, noch einmal Dort geht's auf. erhältlich, Auf der Homepage. auf der Homepage Herz unter Music. Und ich mache mir auch einen Reminder, ich setze mir einen Reminder da, guck hier. Ah, sieht man das? Der Ja, Wladimir Autofokus Korneev greift gekommen. nicht. Aber wir haben es, Aber wir haben es Wladimir gesehen. Korneev, und da steht deine Homepage drunter. Wir haben sie Ja. hier im Chat. Aber am Ende, bevor wir jetzt in die Pause gehen, nach der Pause, die Zuschauer bitte dranbleiben, gibt es Bitte, noch ja. mal einen Einspieler von dir, einen Song, den du am Klavier, es ist ein Video in Schwarz-Weiß. Ah, Jodavli. Ja, das wird sehr, also gibt es nach der Werbung, Leute, Bleibt dran. dranbleiben. Wir sagen kurz schön hinter den Kulissen, aber bevor wir gehen, das letzte Wort gehört immer unserem Gast. In dem Fall dir. Das letzte Wort. Wir sind alle im selben Boot, rudert zusammen.